Wir wollen jetzt heute mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und wir haben jetzt jemanden hier, der wirklich dabei war, als diese ganzen Dinge passiert sind. Ich begrüße Michael Müller, Entwicklungsingenieur bei einem Zulieferer in Deutschland. Und Sie waren beteiligt an der Entwicklung von SCR-Systemen. Man hat sie den Mischer-Papst genannt. Mischer-Papst ist deshalb der Begriff, weil dieses Teil hier, das ist aus einem VW-Dieselmotor, eins der Teile ist, das große Probleme gemacht hat. Damals. Da wurde der Dieselzusatz AdBlue, der die Stickoxide platt macht, mit verteilt. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Und jetzt, Herr Müller, versuchen Sie uns doch mal zu erklären, die Ursprünge quasi des Abgasskandals oder eines wesentlichen Teils des Skandals. Was war das Problem? Ich muss da etwas ausholen. Eine technische Entwicklung ist sehr häufig von Rennbedingungen begleitet, die der Einkauf bestimmt und nicht die Technik. Das heißt, Sie bekommen Kostenziele, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Und wenn Sie dann innerhalb der Kostenziele bleiben müssen, dann sind bestimmte technische Entwicklungen nicht möglich. Die Physik, die Chemie, die Strömungslehre, alles das, was bei SCR-Systemen eine maßgebliche Rolle spielt, ist so komplex, dass das zu Beginn der Serienentwicklung für diese Anlagen völlig unterschätzt wurde. Das heißt, man hat begonnen mit relativ einfachen Unterbodensystemen. Man hat von Bosch... Das heißt, dass die Reinigungssysteme, diese SCR-Katalysatoren im Unterboden des Fahrzeugs... Im Unterbodenbereich verbaut wurden, da war genügend Platz, da konnte man ein Package freiräumen, dort hat ein SCR-Katalysator und die SCR-Strecke ohne Probleme reingepasst. Dann hat man sehr schnell festgestellt, dass man mit einer Dosierung rein in ein nacktes Abgasrohr keine Emissionstests bestehen konnte. Das heißt, dass die Harnstoffaufbereitung und die Gleichverteilung direkt vor dem SCR hat, die hat nicht funktioniert. Das heißt, man brauchte so ein Ding, ja, um das Zeug, mit dem man die Stickoxide tötet, sage ich jetzt mal, ja, gescheit zu dosieren. Man benötigte es, um eine komplette chemische Umsetzung, eine Verdampfung vom Wasser, eine thermische Zersetzung vom Harnstoff und die chemische Hydrolyse zwischen Harnstoff und Wasser auf die Reihe zu bekommen. Das heißt, Sie müssen in das AdBlue die thermische Energie reinbekommen, um diese chemische Reaktion sauber ablaufen zu lassen. Sie müssen gewisse Strömungen in der Abgasanlage hervorrufen, dass das, was lokal über drei Punktstrahlen in die Abgasanlage eingedüst wird, bis zum Eintritt in den SCR-CAT möglichst gleich verteilt auftrifft. Also ein kleiner Hintergrund dazu, diese Ablagerungen, die bei der Hydrolyse da entstehen, das sind chemische Stoffe, die sind nicht wasserlöslich. Da entsteht zum Beispiel Amylit, Melanin und so weiter, das sind Substanzen, wo sie 600 Grad aufwärts benötigen, um die thermisch wieder zu verbrennen. Das heißt, wenn jetzt in der Abgasanlage der Temperaturbereich von 600 Grad nicht erreicht wird, dann wächst die immer weiter zu. In der Dieselabgasanlage werden diese Temperaturen in der Regel bei Volllast und dann mit der Dieselpartikelfilterregeneration, die über mehrere Minuten läuft, erreicht und in der Zeit brennen diese Ablagerungen aus. Sie können innerhalb von wenigen Stunden die komplette Abgasanlage mit solchen Ablagerungen verblocken, sodass der Motor hinsteht. Es gab über mehrere Jahre einen sehr hohen Forschungsaufwand, diese Systeme grün zu bekommen. Ich habe zum Beispiel über 2 Jahre vom Dosiermodul-Lieferant ein Dosiermodul gefordert mit völlig anderer Spraycharakteristik. Weil man mit so einem Dosiermodul ohne Probleme die doppelte Menge eindosieren hätte können, ohne dass es zu diesen Ablagerungen kommt. Das heißt, man hätte das Abgas sauber machen können? In weiten Bereichen hätten wir es deutlich sauber machen können. Die Temperatureinschränkung gilt nach wie vor. Aber im Bereich zwischen 200 und 400 Grad hätten Sie etwa die doppelte Dosiermenge eindosieren können und dann in diesem Bereich massiv an Stickoxide abbauen können, die bis dahin einfach... Das heißt, schon damals wären die Motoren jetzt nicht unter allen Bedingungen, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, aber in den meisten auch normalen Fahrbedingungen wären diese Motoren durchaus sauber zu bekommen gewesen. Sauberer. Ja. Okay. Die gesamte chemische Reaktionen sind sehr stark temperaturabhängig.
Das heißt, ob Sie bei 200 oder bei 400 Grad die Sache eindosieren, macht einen riesen Unterschied aus. Wenn Sie bei 200 Grad eindosieren, können Sie nur eine geringe Menge eindosieren, bis die Ablagerung kommt. Bei 400 Grad können Sie ein Vielfaches davon reinkippen, ohne dass diese Ablagerungen entstehen. Also ging es darum, wie bekommt man diese Strukturbauteile möglichst heiß, weil so ein AdBlue entzieht so einer Metalloberfläche massiv Wärme, die es zum Verdampfen einfach benötigt. Deswegen gibt es deswegen dann jetzt in diesem moderneren SCR-System diese Heizsysteme? Das ist einer der Gründe. Die Firma Emitec hat damals angefangen, Systeme zu entwickeln, wo man das Abgas künstlich aufheizt, um eben in einen Bereich zu bekommen, wo man wesentlich mehr AdBlue dosieren kann. Wäre allerdings teurer gewesen, und weil eine ganze Menge an Strom dort reinfließt, wo über den Generator wieder auf die Motorleistung geht, das hätte deutlich mehr Kraftstoff benötigt. Das heißt, die Lösung, die man dann letztendlich gewählt hat, man hat gesagt, okay, wir kriegen das in der geforderten Zeit mit dem geforderten Budget, das wir haben, nicht hin. Ja. Die Lösung war dann quasi zu sagen, da ist ja kein Problem, wenn das Zeug schon so viele Probleme hat, dann fahren wir einfach die Dosierung runter. Kann man sich das so vorstellen? Das war der Weg, der dann flächendeckend bei allen Automobilherstellern weltweit von Audi bis Toyota gewählt wurde. Also wir reden nicht nur Ausnahme. Wir reden nicht über die deutschen Hersteller, nein, sondern wir reden über alle Hersteller, über alle Dieselmotoren. Das ist rein aufgrund der Physik, den Strömungsbedingungen, der Wärmelehre und so weiter. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das aus Frankreich, Italien, ob Ford oder Chrysler so ein System entwickelt hat. Diese erste Generation von SCR unter Bodenanlagen war nicht fähig, einen gesetzesrelevanten Zustand über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Das ist der untere Bereich. Das heißt, unter 200 Grad funktioniert kein SCR-Cut zufriedenstellend. In der zweiten Generation der SCR-Systeme ist man dann hergegangen, weil die Temperatur im Unterbodenbereich einfach nicht ausreicht, um im Winter zum Beispiel innerhalb von 4-5 Minuten überhaupt auf die Temperatur zu kommen, wo der Cut funktioniert. Die ersten Minuten fährt ein Dieselauto in dem Bereich ohne Eindosierung. Das lässt ein komplettes Stickoxide alles durch. Und es ging darum, diese Light-Off-Temperatur so schnell wie möglich zu erreichen. Sie können also hergehen und im Motorenbereich bestimmte Dinge mit AGR, mit Kühlkreislauf, Abgasrückführung, mit dem Kühlkreislauf so trimmen, dass der Motor das Abgas schneller aufheizt und dass ein Dieseloxid und so weiter die Temperaturen schneller bekommen. Das geht alles in einem bestimmten Bereich. Und wenn Sie noch kürzer werden wollen, brauchen Sie einen elektrischen Heizcut. Das ist der untere Bereich. Das heißt, unter 200 Grad funktioniert kein SCR-Cut zufriedenstellend. Und im Winter war es eben so, bei Unterbodenanlagen hat es bis zu 10 Minuten gebraucht, bis sie die 200 Grad erreicht hatten. Und das wurde dann als der sogenannte Motorschutz deklariert. Wenn Sie heute in ein modernes Einkaufszentrum gehen, das Fahrzeug steht von mehr als 3 Stunden, kühlt komplett aus, dann läuft, ich kann jetzt nicht eine Kilometerzahl oder eine Minutenzahl sagen, aber ohne Heizcut brauchen Sie mehrere Minuten, bis überhaupt der Cut anspringt. Und in der Zeit gehen die kompletten Stickoxide ungefiltert raus. Wenn Sie also Pförtner in einem Parkhaus sind, irgendwo in der Innenstadt, dort bekommen Sie die volle Dosis ab. Also lieber draußen parken? Lieber draußen parken. Das ist eine Möglichkeit. Oder eben die teuren und spritfressenden Heizcuts einsetzen. Dann geht eben wieder das CO2 nach oben. Man wusste, wir können das eigentlich, aber na, wir wurschteln uns jetzt erstmal so durch. Ja, und, Zeit hat nicht gereicht. Sie haben einen bestimmten Zeitpunkt, wo der Gesetzgeber vorschreibt, ab dann muss das funktionieren. Und wenn Sie sich in so einer Entwicklung irgendwo verschätzen, bis die ganzen Tests alle durch sind, haben Sie keine Korrekturmöglichkeit mehr. Ich kann Ihnen nicht zu viel verraten, aber es hat Aussagen gegeben, wenn man bei einem bestimmten Hersteller alle, die davon gewusst haben, entlassen hätte, dann wäre keiner mehr da zum Arbeiten in den SCR-Entwicklungsteams. Und das waren Insider-Aussagen. Das heißt, vor Ort beim Automobilhersteller wusste man sehr wohl, dass man hier, das ist juristisch jetzt immer ein bisschen heikel, in der Grauzone ist. Und keiner ist mir irgendwie aufgestanden und hat gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hunderte Ingenieure in Deutschland und auch in anderen Ländern, denn wir wissen ja, es waren eben nicht nur die deutschen Hersteller, dass wirklich keiner mal aufgestanden ist und gesagt hat, es geht nicht. Das,
Ich glaube das nicht. Also wie kommt sowas? Ich bin 2012 in einer Entwicklungsrunde gesessen, da ging es um die zweite Generation und habe ein Gesicht nach dem anderen angeschaut. Ich nenne es den Ort nicht, es war in der Nähe meiner Heimat. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann es sein, dass all diese Leute hier lügen? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Da waren viele ehrliche, aufrechte Leute dabei. Ich konnte es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber ich hatte die Daten. Es ging nicht anders. Und wie jetzt heute aus Ermittlungsakten bekannt ist, sind die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, steckbrieflich gesucht. Sie sind mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen. Sie haben den Betrug zugegeben. Das heißt, unabhängig von dem, was ich heute sagen könnte, ist die Faktenlage eindeutig. Die Leute haben es gewusst. Und zwar von Anfang an, schon 2008, sind die Dokumente eindeutig. Es geht nicht bei der engen Abstimmung, bei der Gleichheit der Lastenhefte, der Dossieranforderungen, wo bei jedem der Kunden, für die ich gearbeitet habe, identisch war in diesem Punkt, dass das ohne Absprache läuft. Und wenn Sie hier betrügen, wissentlich betrügen, dann müssen es die anderen genauso wissen. Nun wissen wir ja, dass es damals bei den ersten Systemen definitiv nicht funktionieren haben konnte, sagen Sie. Langfristig, ja. Langfristig nicht funktionieren konnte. Es wurde aber parallel, also es ist nicht so, dass es einem völlig egal war, sondern es wurden ja schon parallel bessere Systeme entwickelt. Und dass es heute Systeme gibt, die zumindest so gut wie möglich mit entsprechenden Ausnahmen, die wir genannt haben, schon deutlich sauberer sind. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Wir wissen, dass es einfach sehr viele Fahrzeuge gibt, die halt noch dreckig rumfahren, sage ich mal. Und jetzt will man das ja nachrüsten. Jetzt sagt die Politik ja, lieber Autohersteller, ihr habt es ja mit verbockt, das ist ja nun unstreitig, ihr müsst das jetzt alles nachrüsten. Und viele Interessengruppen stellen sich hin und sagen, ja, alles nachrüsten, dann wird alles gut. Sie können das ja nur wirklich beurteilen. Diese ganzen Nachrüstlösungen, wo dann man dann irgendwas unten drunter schraubt und sagt, jetzt haben wir die Welt gerettet. Funktioniert das? Ja oder nein? Da gibt es kein eindeutiges Ja oder Nein. Das hängt vom Fahrzeug ab, vom Bauraum, was zur Verfügung steht, welches Nachrüstsystem man einbaut, in welchem Temperaturbereich man unterwegs ist. Es gibt für viele Fahrzeuge technische Lösungen, die nicht abgenommen sind. Das heißt, die ganzen internen Testverfahren, egal ob es jetzt um die Steifigkeit einer Abgasanlage geht, wo im Crash bestehen muss, ohne dass sie in den Fahrgastraum reindringt und so weiter, müssen die Hersteller über mindestens 2-3 Jahre komplett absolvieren. Das wäre ein Riesenaufwand, sowohl finanziell als auch... Das heißt, man muss mit zum Auto dann, wenn man da dieses nachgerüstete STR-System drunter schraubt, muss man nochmal einen Crash-Test machen. Zum Beispiel. Damit da nicht irgendwas... Die Steifigkeit ändert sich. Die Abgasanlage ist an verschiedenen Elementen aufgehängt. Die haben auch bestimmte Steifigkeiten. Und wenn jetzt zum Crash die Sache eben deformiert wird, wohin geht die Abgasanlage? Verliert das Fahrzeug Teile? Bricht da etwas weg? Das sind alles Dinge, die Sie in aufwendigen Tests, Sie brauchen die Prototypenfahrzeuge, die nicht zur Verfügung stehen. Sie brauchen die Mannschaft, um das nachzuentwickeln. Da einfach mal herzugehen und zu sagen, jawohl, super, ihr habt jetzt 7 Milliarden Gewinn gemacht im letzten Jahr und da gebt mal 1 Milliarde raus und danach haben alle Nachrüstsysteme, das ist eine Illusion. Okay. Es geht technisch mit einem hohen Aufwand. Wenn das mit einem geringen Aufwand gegangen wäre, dann hätte man schon, wo man erkannt hat, dass die erste Generation nicht funktioniert, sofort innerhalb von ein paar Wochen auf die zweite umgeschwenkt und gesagt, wir machen gleich die rein. Aber eine Automobilfirma mit den ganzen Gremien, den Steuerkreisen, alles, was dort unterwegs ist, die Tests sind ja zeitlich wirklich ganz eng gestaffelt, dass man eins nach dem anderen auch zur Verfügung hat, die ganzen Prototypen. Das ist in der Kürze der Zeit nicht möglich. Das ist wie ein großer Ozeandampfer. Den drehen Sie nicht in einem Hamburger Hafen innerhalb von 5 Minuten einmal um die Längsachse. Wenn Sie einen Wunsch hätten, was passieren sollte, was wäre denn das? Was sollte passieren? Ganz einfach. Man regelt es so wie in Amerika, das Verursacherprinzip. Das heißt? Dass die Hersteller alle Betrugsfahrzeuge abzüglicher Nutzungspauschale zurücknehmen müssen. Dann ist der Kunde nicht mehr der Betrogene. Die Politik muss sich nicht mehr mit Fahrverboten rumschlagen. Dann kann man gleich entweder auf die entsprechenden Benziner oder Euro 6D gehen. Also die ganz neuen Diesel sozusagen? Ja, die in weiten Bereichen, wenn jetzt einer nicht als Vertreter mit 200 permanent auf der Autobahn ist, funktioniert das super. Das heißt, die Innenstädte kriegen sie
drastisch reduziert, was Stickoxide betrifft, da am Snäckertor in Stuttgart und so weiter. Sie sehen das dann an den Messergebnissen richtig gut. Okay. Das heißt, Sie können in vielen Bereichen, wo Sie jetzt noch über den Grenzwerten liegen, wo die EU ja laufend anmahnt, dass die Deutschen die endlich einhalten, Sie bekommen das sauber.